Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, jetzt habe ich die letzten Stunden ein bisschen rumgedoktert. Ich habe heute, ja, ich sage jetzt mal eine Vintage-mäßige Karte für euch. Ich wollte nämlich unbedingt ausprobieren, wofür ich diese Walze hier noch brauchen kann. Ich habe euch ja letzte Woche ein Video gemacht, wo ich getestet habe, wie das mit dem Einfärben mit dieser Rolle ist von Prägefoldern. Ich habe heute einen Knoten in der Zunge. Das kann ich euch da oben mal verlinken. Und nichtsdestotrotz war nicht die Absicht in meinem Video, diese Rolle schlecht zu machen. Ich finde halt nur, für das Einfärben von dem Prägefolder ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl von mir zumindest. Aber man kann damit ganz tolle andere Sachen machen. Und eine Möglichkeit zeige ich euch jetzt. Man kann nämlich damit ziemlich coole Hintergründe machen. Das könnt ihr natürlich auch mit jede Menge anderem Werkzeug, aber das hier eignet sich auch super dazu. Und zwar in Verbindung heute mit der Baby Dry. Heißt das so? Baby Dry Technik? Baby Wipe Technik, glaube ich. Baby Wipe Technik. Ihr seht, hier ist, also das Tuch ist jetzt schon ein paar Stunden alt. Falls es zu trocken ist, sprühe ich es nochmal an. Aber mit dem habe ich das gemacht und ich habe hier nur Grün- und Gelbtöne drin. Also sowas wie Papageiengrün, Farngrün, Kürbisgelb, Hummelgelb. Sowas habe ich hier drin. Ich benutze dafür gerne die Nachfüller von den Tinten, die wir haben. Und bringe mir das hier in Tropfen auf und das verläuft dann dadurch, dass das Feuchttuch ja feucht ist. Und ihr könnt auch ein bisschen nachhelfen mit einem Wasserspray zum Beispiel. Und als erstes zeige ich euch mal, was ich schon für Karten gewerkelt habe. Sind nicht ganz so viele wie sonst als Beispiel, aber immerhin zwei. Das hier ist mein allererstes Werk. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Ich bin ja sonst gar nicht so der Vintage-Kartenbastler, aber ich habe jetzt in den letzten Monaten so viele Sets gesammelt, die für Vintage geeignet sind und habe hier alles Mögliche an Sachen verwurstelt. Der Hintergrund ist mit dieser Rolle gemacht. Das hier. Ich habe Aquarellpapier genommen und zwar habe ich ganz bewusst die grobe Seite genommen. Also ihr habt ja bei den meisten Aquarellpapieren eine feine und eine grobe Seite. Die feine eignet sich natürlich mehr, wenn ihr Stempelabdrücke braucht. Hier wollte ich aber die grobe Seite, weil das auch noch mal so ein bisschen so einen unruhigen Effekt reinbringt, was ich ja wollte. Ich habe von Scrapbook Forever schon letztes Jahr mir so als Silhouettenstempel gekauft gehabt. Bin mir nicht mehr sicher, ob der im Adventskalender drin war oder ob ich den gekauft habe. Ja, also eins von beiden. Das sind diese Vögelchen hier. Die habe ich Moment, ich zeige es euch. Mit dieser Tinte gestempelt. Die mag ich, wenn es so richtig knackig schwarz sein soll. Die ist sehr saftig, braucht auch sehr lange zum Trocknen. Also entweder hat man dann sehr viel Geduld und legt das nach dem Stempeln zur Seite oder man föhnt es ein wenig trocken. Ich habe es jetzt eine Kombination von beiden gemacht. Dann habe ich hier verwendet, ihr seht, etwas, was ich selten mache. Ein Band, ein älteres Band. Ich habe Stempel benutzt aus aktuellen Sets, die ihr kaufen könnt. Also, Naturbotschaften habt ihr hier ganz viel drin. Diesen Eckstempel, diese karierten Stempel, diese Sprenkel sind da drin, so als Hintergrund. Dann habe ich etwas genommen, was ich euch auch schon gezeigt habe, was ich mir gekauft habe. Kann euch jetzt aktuell gar nicht sagen, zu welcher Reihe das gehört. Ihr habt hier nämlich diese Schmetterlinge, die schon so vorgeprägt sind, Schmetterlingsakzente aus Papier. Die sind weiß von beiden Seiten. Ihr könnt die also auch in beide Richtungen nehmen. Dass jetzt zum Beispiel dieser Schmetterling, wenn ihr nicht wollt, dass er in die Richtung fliegt, dann dreht es um, dann fliegt er in die andere Richtung. Davon habe ich mir zwei kleine genommen, weil ich wollte jetzt das nur so als Randdeko haben und habe die eingefärbt. Erst mit einem Blendingpinsel in Savanne. Dann habe ich die Sprenkel aus Naturbotschaften hier reingestempelt auf die Schmetterlinge, so wie hier. Und dann habe ich noch mit den Magicals ein bisschen hier drauf rumgematscht und zwar mit diesem Rosaton, Rosipink. Und das ist da rausgekommen.
Ich weiß gar nicht, ob es in der Kamera rüberkommt, dass die auch so richtig schön Metallic-Effekte drin haben. Das sind ja diese, also ich habe zumindest diese Magicals mit Metallic-Effekten. Ich weiß gar nicht, ob es auch welche ohne gibt. Und genau, weil weiß fand ich dann doch ein bisschen zu platt. Und hinten dran habe ich unser Kieselgrau genommen als Mattung. Mit dem habe ich übrigens auch den Hintergrund gestempelt. Und die Karte ist aus wilder Weizen. Ich weiß, viele mögen das nicht, aber ich finde, das passt mega gut zusammen. Seht ihr auch am Etikett. Und diese Vorderfront, die habe ich mit, wo habe ich sie denn? Mit den Stanzen hier gemacht. Bezaubernde Botschaften. Also ich habe nur die Stanzen, nicht das Stempelset dazu. Und ich habe die größte Stanzform genommen und habe es aber noch ein bisschen verlängert. Also die passt nicht 100%. Die wäre kleiner, wenn ich das jetzt mal daneben halte. Das lässt sich aber super gut mit partiellen Stanzen verlängern. Dass ihr halt erst einen Teil stanzt und dann verschiebt ihr das. Und dadurch, dass das eine regelmäßige Form ist, könnt ihr das schön hier anlegen und könnt euch dann sozusagen euren Aufleger in der Wunschgröße fertigen. Das habe ich gemacht. So, das war die erste Karte. Hier ist ziemlich viel los drauf und unglaublich viel verwendet. Hier habe ich auch noch Resttinte, die auf dem Roller war, auf den Aufleger gemacht. Ich mache es sehr gern so, dass ich die Karten verschicke und meine Wünsche separat auf den Zettel schreibe, damit die Empfänger die Möglichkeit haben, wenn sie das möchten, sie müssen es nicht, diese Karte irgendwann weiter zu verschenken. Und deswegen bin ich auch dazu übergegangen, den Einleger so richtig schön voll zu gestalten. Manchmal, nicht immer. Und ich habe jetzt hier, das ist auch ein Stempel von Scrapbook Forever. Ich habe hier ein bisschen Hintergrund noch Gematsche gemacht und dann diesen Stempel hier reingesetzt. Also, das ist die erste Karte. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie sie euch gefällt. So, dann habe ich noch eine gemacht. Ganz andere Machart. Gleicher Hintergrund. Und zwar sieht die so aus. Und ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber ich habe hier mit Strukturpaste gearbeitet. Seit vielen, vielen Monaten das erste Mal. Bin ganz stolz auf mich. Ich habe festgestellt, ich habe unglaublich viel Strukturpaste. Ich habe eine gefunden, so eine ganz alte von Stamping Up in Seidenglanz. Das ist eine transparente Tinte und die hat Glitzereffekte drin. Und ich habe am Anfang gedacht, die ist vielleicht weiß mit Glitzereffekt. Aber dann war es schon drauf und ich habe gesehen, die trocknet transparent. Ich wollte aber schon, dass man die Federn sieht. Und deswegen habe ich hier mit Wildleder, mit einem Blendingpinsel, bin ich noch so rübergegangen. Deswegen sieht man die Federn jetzt so ein bisschen. Das ist ein Stencil von Create a Smile. Der liegt noch im Bad. Ich kann euch gerade nicht zeigen, der trocknet noch. Ihr müsst nämlich, wenn ihr Strukturpaste nehmt, diesen Stencil dann auch sofort gleich wieder sauber machen, weil sonst trocknet das auf dem Stencil. So, und dann gibt es ein Set von Create a Smile. Das hier. Und Traumtänzer heißt das. Da habe ich mir, ach, wie nennt man das? Traumfänger, ein Traumfänger gestempelt. Diese beiden hier habe ich noch genommen. Das habe ich gestempelt und embossed. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf, ich muss gerade mal gucken, Pekanus ist der Cardstock. Und das ist auch die Grundkarte Pekanus. Habe das dann, also das hier innen drin ist mit Skalpell ausgeschnitten. Das hier innen drin in der Mitte habe ich extra gelassen, weil ich brauche was zum Aufkleben, wo ich ein Dimensional drunter machen kann. Da hätte ich jetzt natürlich auch noch ausschneiden können. Außenrum mit der Schere. Und diese Federn, das sind so kleine Stanzen, die sind auch von Create a Smile. Da habe ich auf einem Reststück vom Aquarellpapier rumgematscht mit den Magicals noch ein bisschen und habe dann ganz viele Federn ausgestanzt und habe mir die drei schönsten ausgesucht und die hängen jetzt hier. Jetzt habe ich festgestellt, es ist gar nicht mehr so viel Platz für einen Spruch hier drauf. Ich wollte nämlich den Traumfänger nicht verdecken. Man könnte jetzt natürlich hier so quer einen Spruch drüber noch machen. Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, für was die Karte ist. Ich habe auch noch keinen Einleger. Aber das ist genau der gleiche Hintergrund wie der. Also so gleich, wie es halt sein kann, wenn man das gleiche Tuch benutzt. Aber es kommt ja jedes Mal anders raus. Also ihr habt jetzt hier schon zwei verschiedene Varianten. Und wir machen jetzt mit dieser Art von Hintergrund noch eine. Die Magicals, da hatte ich zu viel aufgetragen, habe ich nämlich auch noch Hintergründe gemacht. Auch mit der Walze.
Ich habe hier einfach noch die Reste, ihr seht, das hat so Metallic-Effekte, genommen und habe dann wirklich, also bis auf den letzten Rest habe ich alles aufgebraucht. Also daraus werde ich auch noch Karten machen. Also ihr seht, das ist jetzt mal eine ganz andere Farbvariante, auch mit der Walze gemacht. So, und wir verwenden jetzt dieses Set, Poetische Momente. Ich finde den Kolibri so schön, den habe ich schon koloriert, auch mit diesen Magicals. Das heißt, der glänzt jetzt so ein bisschen metallisch, teilweise. Und das Blümchen, was er sozusagen anfliegen soll, habe ich auch schon. Das ist tatsächlich einfach nur mit Stempeltinte. Das ist embossed, das Motiv. Stempeltinte, viel Wasser. Das muss ich noch ausstanzen. Wir legen jetzt aber erstmal los mit dem Hintergrund. Jetzt habe ich echt genug gelabert, ne? Aber ich wollte euch ja Beispiele zeigen. Also, als erstes brauche ich mein Tuch da, was ja, also da könnt ihr ja natürlich dann mehrere Hintergründe damit machen. Und ich versuche dann immer so viel wie möglich, ihr könnt das ja auch mit Stempeln machen. Jetzt mache ich es mit der Walze. Versuche immer so viel wie möglich da rauszuholen, bevor es dann halt einfach ausgetrocknet ist. So, normalerweise würde sich hier zum Beispiel eine Glasmatte, eine Unterlage oder eine Silikonunterlage oder irgendwas eignen. Ich nehme jetzt einfach, weil es sonst spiegelt, so ein Blatt. Und als erstes mache ich mir immer, das ist Aquarellpapier. Das ist jetzt vom Action. Es gibt auch welches von Stamping Up, aber ich habe noch ganz viel von früher und das wird aufgebraucht. Das ist genauso gut. So, ich habe hier oben die raue Seite. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist rau und hier ist eine glatte Seite. Hier könntet ihr sehr viel besser stempeln. Und das mache ich mir jetzt erstmal nass. Ich habe hier so einen kleinen Sprayer. Und als erstes mache ich das komplett nass. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ist noch nass genug. Ich habe es auch zugemacht. Jetzt gehe ich hier mit der Rolle rein. Und ich achte darauf, dass es möglichst nur in eine Richtung ist. Also entweder von da nach oben oder von hier. Ich mache es jetzt mal von oben nach unten, weil sonst zieht sich das Ende von dem Tuch immer weg. Und da gehe ich jetzt mal in einem Rutsch hier durch. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Sehr unregelmäßig, macht gar nichts. Und das mache ich jetzt auf der Karte auch. Ich gehe nur in eine Richtung. So. Und jetzt ist es natürlich schon so ein bisschen öfter benutzt. Das heißt, es wird immer schwächer, was gar nicht schlimm ist. Da haben wir einen etwas dezenteren Hintergrund, aber wir können ja mehrmals drüber gehen. Hier seht ihr auch so ein bisschen, könnt ihr es sehen, so Schaum. Das ist von diesem Feuchttuch. Da ist ja immer so ein Reinigungsmittel drin. Das können wir auch mal von unten nach oben gehen. Und jetzt seht ihr schon, hier kommt schon viel mehr Struktur rein. Das machen wir vielleicht noch mal im oberen Teil hier. Ihr könnt auch mal so diagonal oder quer rüber gehen. Ihr müsst zum Beispiel auch gar nicht die ganze Oberfläche einfärben. Ihr könnt ja auch nur in der Mitte irgendwas machen. Und das könnt ihr freilich auch mit allen möglichen anderen Techniken machen, solche Hintergründe. Aber ich finde, die Rolle eignet sich echt gut dafür. Machen wir mal hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Und jetzt könntet ihr das nochmal nass spritzen, dass es noch ein bisschen verläuft. Aber ganz ehrlich, mir gefällt das so mit diesen unruhigen, also das, was auf der Prägeform gehindert hat, dass es ein gleichmäßiges Ergebnis wird. Das ist hier gewünscht bei mir. So, jetzt mache ich das wieder zu, weil vielleicht kann ich nach dem Video noch ein paar Hintergründe damit machen. Und hier stelle ich mir jetzt zur Seite mit den Nupsi. Also das war jetzt der Auftritt der Gummirolle, Walzenrolle, wie immer das Ding heißt. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das muss jetzt trocknen. Also entweder legt ihr euch das zur Seite oder ihr föhnt euch das mit so einem Heißluftföhn. Und das mache ich jetzt mal, aber ohne euch, weil das ist sonst zu laut und außerdem ist es langweilig. So, ich habe es trocken geföhnt, es hat ein bisschen gedauert. Ich mache das dann immer von oben, dann wälze ich das nach oben, dann drehe ich es um, dann wird es wieder gerade. So, ich habe das jetzt zwei, dreimal gewendet. Jetzt ist es relativ trocken. Und jetzt drehe ich das mal hier um. Werden wir das bestempeln. Ich werde so ein paar Gitterlinien und Splotchy nehmen. Ich werde jetzt nicht diesen Poststempel benutzen.
Aber das hier ist eigentlich ganz gut und das. Und es hat mir vorhin sehr gut gefallen mit Kieselgrau. Ich muss nur mal gucken, wo ich es habe. Das lag noch hinter mir. So, mal gucken. Also der Stempelblock D langt da eigentlich dafür. Und das muss jetzt auch nicht überall hin. Und das muss auch nicht immer gerade. Also hier habe ich es ja relativ gerade gemacht. Und hier schaue ich mal, dass ich das einfach so ein bisschen asymmetrisch hinsetze. So, ich finde, das langt eigentlich schon. Man muss es ja nicht über. Ich bin ja der Künstler im Übertreiben. Das kann ich super gut. Ich muss mich heute echt zurückhalten. Und hier habe ich noch so einen kleinen, die Splotchies. So. Und da kann man natürlich jetzt hier so ein bisschen, man kann auch den zweiten und den dritten abstoßen. Na gut, den dritten sieht man nicht mehr wirklich, ne? So. So. Und das, was ich jetzt machen möchte, ist im Unterschied zu dem anderen, ich möchte das jetzt ein bisschen mit Blümchen und Zweigen und sowas versehen. Also hauptsächlich aus diesem Set. Dann wasche ich mir jetzt erstmal die Stempel ab und dann machen wir gleich weiter mit Stempeln. Ich bleibe aber bei diesem Kieselgrau. So, ich habe nämlich vorhin schon einen Stempel irgendwo hingelegt und habe ewig gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Deswegen immer gleich sauber machen und wegräumen. ich hätte gern, dass der Kolibri dann später hier so reingeflogen kommt und an dieser ja, Blüte hier so ein bisschen, naja, die halt so anfliegt. Und deshalb würde ich diese Blüte, diese große Blüte, tatsächlich hier auch einfach draufstempeln. Das soll man dann schon sehen, dass das andere einfach so ein bisschen drüber gesetzt ist, vielleicht sogar ein bisschen versetzt. Und das muss auch nicht ganz drauf sein. So. Machen wir das mal hier drauf. Das sind jetzt Gummistempel, da muss ich nicht drauf achten, dass ich eine weiche Unterlage habe. Die können das so ganz gut ab. Und das ist jetzt nur der Hintergrund. Und die restlichen, die Zweige und die restlichen Blümchen möchte ich, dass die ein bisschen deutlicher hervorstechen und nicht so hintergrundmäßig. Und dann nehme ich jetzt wieder dieses Wörserfallen. Und werde hier den Rest, das ist wirklich extrem knackig scharf, hier so. Also das ist schon ein Unterschied, ne? Wenn ihr das seht, dieses Kieselgrau und das Schwarz. Jetzt nehmen wir noch die Zweige. Ich glaube, ich bin nicht richtig im Bild, ne? Ich sollte mal ein bisschen hoch. Da kommt dann später noch Etikett etc. drüber. Also da muss man jetzt gar nicht so drauf achten, dass das extrem super gut aussieht. Da kann man ruhig. So. Ich überlege, ob wir das jetzt hier oben einfach so lassen. Oder ob da auch noch ein Zweig reinkommt. So. Können ja hier so ein paar Blätter reinspinzen lassen. So, ich glaube, das passt. Dann mache ich schnell sauber, weil diese Tinte muss man wirklich schnell sauber machen, sonst ist die so ein bisschen wie Stays On und geht nicht mehr richtig weg. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt alles aufgeräumt, sauber gemacht. Ich habe das auch nochmal geföhnt, weil ja die Tinte ja ein bisschen länger braucht zum Trocknen. Ich habe gedacht, ich mache jetzt mal Vintage-mäßig unübliche Farben, weil ich ja hier diese Blume mit Sommersorbet und ich weiß gar nicht, irgendwas Dunkleres war noch, Blutrot, glaube ich, in der Mitte. Da habe ich gedacht, das passt dann vielleicht
zum Cardstock, also für die Kartenbasis. Da habe ich jetzt auch Sommersorbet genommen. Und ich habe eine Mattung in Brombeermousse genommen. Das sind die normalen Maße, die ich immer so nehme, 10,5 breit. Und die ganze Länge vom DIN A4-Blatt in der Mitte bei 14,85 gefalzt. Und der Aufleger hat die Maße 10 mal 14,3. So, dieses Blatt hier hat genau die gleichen Maße. Das heißt, das ist. Also ich habe es schon ein bisschen kürzer geschnitten, aber von der Breite her ist es zu viel. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache jetzt mal was anderes. Das ist jetzt zwar ein bisschen schwierig beim Aquarellpapier, weil das ein bisschen dicker ist, aber ich versuche mal ein bisschen was abzureißen. Also so ein bisschen hier, ein bisschen da, überall, dass das ein bisschen unregelmäßig aussieht. So. Und also meine Fingernägel sind da natürlich jetzt in dem Moment Gold wert. Ihr könntet jetzt natürlich auch wieder irgendwie eine Stanzform nehmen oder vielleicht habt ihr Bordürenstanzen. Da könntet ihr auch eine Bordüre stanzen. So. Aber ja, ganz wie ihr das möchtet. Ja. So, wie ihr seht, habe ich das jetzt ein bisschen ausprobiert. Also das ist hier sozusagen mein Abfall. Und habe immer geschaut, ob ich jetzt schon zufrieden bin. Ihr könnt das jetzt natürlich auch hier noch so ein bisschen asymmetrisch aufkleben. Das ist jetzt auch noch eine Idee. Ich überlege, ob ich jetzt hier vielleicht irgendwie noch eine Kordel oder sowas drum mache. Da schaue ich jetzt mal schnell in meinem Fundus, was ich so habe. So, ich habe jetzt hier auch noch so eine Restebox, wo ich alles Mögliche aufhebe. Das wäre jetzt natürlich nicht schlecht für Vintage, aber finde ich ein bisschen breit. Entweder gelb oder das Grün. Ich glaube, ich bleibe bei dem Grün. Das ist ein letzter Rest, das habe ich für einen Adventskalender genommen. Da hatte ich so eine riesige Rolle und das ist der letzte Rest, der noch da ist. Das heißt, ich arbeite hier bei so Kordeln gerne, entweder mit doppelseitigem Klebeband oder, was ich eigentlich viel effektiver finde, Tesafilm. Und na, man jetzt halt hier so ein paar Mal das so drum. Und dann ist die Kordel auch verbraucht, ne? Also da kann ich das hier hinten so festkleben. Und dann ist die fest. So, das haben wir hier, die ist so bisschen grünlich. Vielleicht ein Ticken heller ist dieses Farngrün, was ich hier mit drauf habe. Aber das passt schon, ne? So, dann haben wir schon wieder mal einen Restkordel verwendet, was alles da immer irgendwo so dran ist an Adventskalendern oder sonstigen Sachen. Finde ich, kann man immer noch mal gut aufheben und dann verwenden. So, jetzt würde ich das hier draufkleben. Das mache ich auch mit Flüssigkleber. Und vielleicht tatsächlich auch asynchron, also dass es nicht gerade ist. So. Ja, das hier mit den Kordeln, die kriegen auch ein bisschen Kleber. Dann schauen wir mal, ich würde es halt so aufkleben. So, und dann, wenn ich das positioniert habe, drehe ich das rum. Und ich habe ja hier meine ältere Walze, die so ein bisschen kleiner ist, aber da kann ich gerade bei sowas auf der Rückseite von der Karte das immer ganz gut festwalzen. Das mit der Kordel ist nämlich jetzt, macht das Ganze nicht unbedingt einfacher, weil das doch ein bisschen in der Höhe hat. So. Wunderbar. Jetzt haben wir das da schon mal drauf. Und so. Jetzt habe ich hier das Blümchen.
Und ich habe einen Kolibri. So, das, was wir vielleicht zuerst drauf machen sollten, ist noch ein Etikett. Aber so von der Farbkombi. Also, ich finde, das ist eigentlich ganz nett, wenn jetzt hier alles so Ton in Ton ist. Und dann hat man hier so einen Farbtupfer drauf. Ich suche mal jetzt nach einem Geburtstagsspruch. Das stempeln wir noch. Dann machen wir noch ein schönes Etikett. Und dann können wir den Vogel und die Blume ein bisschen besser drauf platzieren, damit wir wissen, wo es sein soll. So, ich habe mich entschieden. Und zwar aus einem Spruch. Ich wollte was mit Blumen. Charmante Gänseblümchen. Geburtstagsblumen für dich, finde ich, passt perfekt. Und ich habe mir ein Reststück von Sommersorbet genommen, was ja die Kartenbasis ist. Und stempeln möchte ich gerne in Brombeermus, weil diese Farbe ja hier als Aufleger auch auftaucht. So. Und ich nehme, weil es so ein Klarsichtstempel ist, nehme ich gerne die Stempelhilfe, weil ich finde, dass das die Sprüche nicht immer zuverlässig so stempelt, wie ich das gerne hätte. So. Und so eine ruhige Hand traue ich mir jetzt nicht zu, dass ich mit dem Spruch das gleiche Mal, also beim zweiten Mal den gleichen Platz treffe ohne Stempelhilfe. So sieht das doch, finde ich, gut aus. So. Jetzt bin ich halt am Überlegen, ob die Etiketten, die es zu dem Set dazu gibt, passend sind. Also die runden vielleicht nicht, vielleicht eher die. Ich muss jetzt mal schauen, ob von der Größe her passt das. Und vom Etikett auch. Ob ich das nochmal matten kann. Könnte ich schon machen, ne? Dass ich sozusagen das matte, die beiden, einmal Brombeermus und das im Sommersorbet. Das heißt, ich kurbel mir das jetzt mal schnell durch und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, ich habe es mir durchgekurbelt und ich klebe mir jetzt mit Flüssigkleber das kleinere Etikett auf das größere. Und das größere würde ich dann mit Dimensionals mit etwas Abstand auf die Karte kleben. Schaue ich nur, dass das schön mittig ist. Ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen, oder? So. Dann würde ich das hier nochmal wegnehmen und würde jetzt hier mit Dimensionals das war. Ich überlege jetzt, weil das ja doch eine recht dunkel gehaltene Karte ist, nehme ich auch Dimensionals in Schwarz. So. Dann sieht man das nicht so, wenn man von der Seite guckt. So. Wunderbar. Dann platzieren wir das erstmal, damit wir dann das Vögelchen. Also das versuche ich jetzt wieder gerade drauf zu machen, unabhängig davon, dass der Aufleger ja hier schief ist. So. Und hier jetzt können wir das Blümchen und den Vogel. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich bei dem Blümchen hier diesen einen Zweig wegmache. Der ist ein bisschen viel. So. Dass wir mal so tun, als wäre der gar nicht da. Jetzt ist das Blümchen nämlich ein bisschen kleiner. Das könnte ich das auch. Entweder ganz platt aufkleben und aber das ist eigentlich blöd, ne? Man kann das ja auch erhöht aufkleben. So. Das. Entschuldigung, bin nicht im Bild. Es kriegt jetzt hier auch ein paar Dimensionals.
Und mache ich ein bisschen höher. So. Könnte man jetzt das vielleicht auch unter das Etikett stopfen. So. Und der Kolibri, der bekommt natürlich auch noch ein paar Dimensions. So. Da gucken wir mal, dass der hier schön bestückt wird. Vielleicht hier noch am Kopf. Und hier noch. Okay. So. Und der kann ja jetzt hier so von, ja, hier so von der Seite, ne? Also den könnt ihr jetzt dann positionieren, wie ihr das gerne hättet. Aber ich finde, so sieht das gut aus, oder? Erkennt man das, dass der so schön schillert? So, also ich finde, die Vorderfront ist fertig. Man könnte jetzt hier noch ein bisschen Glitzy und so hin machen, aber das würde ich fast ein bisschen zu viel finden bei Vintage. Was uns noch fehlt, ist innen drin was. Das machen wir jetzt auch noch. Und zwar so wie vorhin mit der Walze. Ich räume nur hier gerade mal den Müll ein bisschen weg. Ich überlege, ob wir dieses Zweigchen hier noch irgendwo unterbringen können. Ob das, wenn ich das hier draufklebe, das geht doch, oder? Das ist doch schade. Jetzt haben wir es abgeschnippelt, aber ich will es ja trotzdem verwenden. Ich nehme jetzt hier mal so einen Mini-Klebepunkt, wenn ich denn einen finde hier drauf. Da ist einer. So. Und dann kleben wir den einfach hier mit auf das Blümchen. So. Dann ist der auch noch verwendet. Schade sonst um das kleine Zweigchen. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal für das Innen einen Einleger. Und zwar habe ich da hier normales Flüsterweiß genommen. Und das war wirklich schwierig. Das kommt mit dem Wasser nicht so richtig zurecht. Das heißt, ich nehme auch noch mal so ein Aquarellpapier. Das schneide ich mir mal kurz zu. Und dann machen wir noch einen schönen Einleger dafür. So, und mit dem Verfahren wäre jetzt eigentlich genauso. Den mache ich nass. Und jetzt habe ich wieder die Rolle, die habe ich auch noch gar nicht sauber gemacht. Und ich nehme wieder. Okay, ich sollte vielleicht das andersrum nehmen. So, und das reicht eigentlich schon, ne? Also ihr könnt jetzt hier natürlich noch versuchen, da ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, aber es ist ja ein Einleger, wir wollen auch noch was drauf stempeln oder drauf schreiben. Da soll das jetzt gar nicht so viel sein. Das föhne ich jetzt wieder trocken und dann können wir das noch ein bisschen verzieren. So, also das meiste ist trocken. Ich nehme jetzt mal hier aus diesen Stanzformen vielseitig verziert. Da haben wir hier so eine, ich nenne es jetzt mal Bordüre. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht, wenn ich das durchstanze. So, da ist es. Wir werden das jetzt mal hier reinlegen. Wie das aussieht, ist eigentlich schon cool, ne? Ich würde das jetzt einfach so einkleben. Ich überlege, ob wir hier vielleicht noch was draufstempeln können, dass das erwähnen, also nie ganz so nackig aussieht. Überlege ich gerade, ob ich hier noch so einen Zweig nehme. So.
Und vielleicht den Zweig in Farngrün, weil die Farbe ist ja hier auch drin. Geht schon, oder? Und vielleicht noch so ein paar Splotchies. Wo habe ich die? Da habe ich wieder aus den Naturbotschaften. Da können wir hier noch so ein bisschen. So. Und dann könnte man noch einen schönen Spruch reinmachen oder ihr tut da irgendwas selber reinschreiben. So, aber wir kleben es jetzt einfach so ein. Das machen wir jetzt auch mit Flüssigkleber. Und also auf der Seite, wo jetzt natürlich nichts reingestanzt ist, da ist es einfach. Und hier würde ich hier so in die Mitten, also nicht zu viel. Da, wo überall ein bisschen mehr Platz ist, würde ich einen Kleberpunkt hinmachen. Und das dann hier platzieren. Man hätte jetzt natürlich auch analog zur Front auch irgendwas reißen können, zum Beispiel. So. Na, hier haben wir ja gerissen. Also beim Einlegger könnt ihr euch natürlich auch noch austoben. So. Und jetzt ist der fest. So, wir sind fertig. Ich räume mal kurz auf und dann hole ich nochmal alle Karten her. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Platz gemacht. Also das hier sind alles mit dem gleichen Tuch die Hintergründe geworden. Und da ist auch noch Platz für mehr. Und ihr seht, man kann damit coole Hintergründe machen. Also jetzt für Vintage und natürlich auch für andere Sachen, wie ihr seht hier. Ne? Da kann man dann, der Hintergrund ist das Highlight und vorne drauf noch ein Spruch oder ein Motiv. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt hier noch so ein paar Goldelemente drauf machen kann und so. Das muss ich mal ausprobieren. Aber ihr habt gesehen, man kann die Rolle auch für was anderes benutzen. Also nur zum Einfärben für Prägefolder oder um Aufleger festzurollen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Karte euch am besten gefällt. Und ja, ich finde, das ist gut geworden. Dafür, dass ich nicht so oft Vintage-Karten mache, sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Tschüss.